Wer bist du denn? Geil. Ach was. Was, hey? Keine bösen Wörter. Doch. Guck mal, Leute, wer da ist. Hallo. Der liebe René ist wieder da. Ja, und in dem Fall wünschen wir euch herzlich willkommen zum 61. Bauvlog. Jo. Wir sind jetzt wieder vollzählig und wollen mal kräftig Gas geben. Wir befinden uns gerade in unserer schönen Halle mit beschichtetem Boden. Der liebe René wird jetzt erstmal wieder hochgehen, fleißig Pakete packen. Das hat ihm nämlich sehr gefehlt, denke ich. Ja, voll. Ihr habt fleißig bestellt am Wochenende. Ist einiges zu tun. Ja, und ich werde jetzt mal langsam wieder anfangen, die Halle einzuräumen, weil die ist eigentlich gerade echt schön leer. Das könnte so bleiben. Es könnte so bleiben, aber die Holzwerkstatt will ja auch mal irgendwann bestückt werden und dafür brauche ich Platz. Da kann man auf jeden Fall so nicht arbeiten. Für alle anderen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen vom 61. Bauvlog. Wir melden uns, wenn es hier weitergeht. Viel Spaß! Film ruhig mal den René. Hallo, guten Morgen, seid ihr alle da? Ich sehe euch. Oh. Super. Wer bist du denn? Leute, wisst ihr, was das ist? Das müsste die Oberfräse von Metabo sein. Viele von euch haben sich ja ein Video von mir gewünscht über Oberfräsen. Und jetzt, wo wir dann nach und nach alles haben, können wir das auch endlich realisieren. Und ich kann demnächst... Ah, cool! Das ist sie. Eventuell auch mal das Oberfräsen-Video für euch drehen. Und natürlich dann auch diesen Sägetisch bauen und das dokumentieren. Darauf hatte ich ja auch richtig Bock. Also, seid gespannt, fleißig abonnieren, ist immer wichtig, dass ihr es noch nicht verpasst. Da ist sie! Woo! Das Friendship-System. In der vierten Etage befindet sich unsere Keramikabteilung. Good morning! So, hier. Hier. Hast du die Anmoderation heute Morgen gemacht? Ja, so ein bisschen, aber... Ja. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber es ist bestimmt wieder gut. Ja, auch von mir willkommen zum neuen Video. Ihr seht, die Jungs und Mädels hier im Hintergrund sind richtig fleißig am Rumräumen. Und meine schöne, leere, neu gestrichene Halle ist jetzt schon wieder schön voll. Naja, ich wollte euch mal gerade zeigen, was übers Wochenende draußen passiert ist. Denn der liebe Bubu, der war ja da. Ich war ja jetzt am Freitag nicht hier. Genau, und ich wollte mir das jetzt gerade selber mal anschauen, denn ich glaube, meine Elchsteine auf meinem Grundstück sind fertig, Leute. Die sind einfach fertig. Wir gucken mal jetzt hier. Komm mal hier. Herr Berger. Warum lässt du denn die beiden Jungs arbeiten und du machst wieder nichts? Das stimmt doch überhaupt nicht. Na? Läuft alles? Ja, ja. Super. Guck mal hier. Meine Elchsteine sind fertig. Junge, Junge, 46 Meter Elchsteine. Mein Nachbar, die setzen jetzt gerade da noch Elchsteine von ihm. Und die kommen dann auch hier rein, gell? Also hier wird dann quasi so eine Ecke gesetzt. Genau. Das filmen wir jetzt nicht. Der geht jetzt einfach drinnen weiter. Aber das ist cool, ey. So langsam, aber sicher geht's hier vorwärts auf meinem Außengelände. Finde ich gut. Ich muss jetzt mal schnell zur Bank fahren. Muss nämlich mein Konto kündigen. Und die Deppen
Entschuldigung, Deppen, aber die haben mir eine neue Kreditkarte geschickt. Und ohne, dass ich die Kreditkarte zurückbringe, kann ich quasi das Konto nicht kündigen. Richtig doof. Deswegen werde ich mich jetzt mal auf mein Elektromotorrad setzen, was ich hier von Zero Motorcycles hingestellt bekommen habe. Das Wetter ist nämlich top. Dann kann ich auch endlich mal wieder eine Runde Motorrad fahren. Ja, und dann müssen wir noch ein paar Kabel verlegen. Denn es wird diese Woche tatsächlich, nicht mehr in diesem Video, aber im nächsten Video dann, sich hier um Sicherheitstechnik drehen. Und dafür braucht man natürlich ganz viele Katzidenkabel und so. Das erkläre ich euch dann aber dann, wenn ich wieder zurück bin. Mein Hammer ist weg. Immer noch. Nimm mal so einen Hammer, was ist das? Entwaffnet quasi. Wir haben jetzt den zweiten Kanal freigemacht in der Miethalle. Mein Kumpel kommt daher, da wollen wir dieses zweite Waschbecken, Ausgussbecken heute montieren, damit hier auch mal Wasser reinkommt. Ja, dafür muss das aber erstmal freigemacht werden. Das andere Material haben wir schon vorbereitet, dass es heute ruckzuck geht. Und eventuell gehen wir dann auch hoch in die Küche, in die zukünftige. Das wäre natürlich auch cool, dass wir eine vernünftige Kaffeeküche bekommen, oder Kira? Ja, wichtig. Ja, und ansonsten, vielleicht schaffen wir es ja mal in diesem Bauvlog auch euch mal die Badezimmerinstallation mal ein bisschen vorzustellen. Aber ich werde Domi nachher mal daran erinnern, dass wir da auch mal ein bisschen drüber filmen. Das versprechen wir ja schon seit 3-4 Bauvlogs ungefähr. Ja, kriegt ihr. Jenny, macht dir das Spaß? Ja, yes, Traum. Das geht jetzt. Vorher das Kleinschneiden ist scheiße. Es gibt wieder Schneidbretter mit Räumchen. Oh, Blubberbläschen. Ja. Das geht mir nicht rein. Angeschlossen. Was ein Installateur hier. Jetzt funktioniert es natürlich nicht. Hier steht nur rum. Sieht gut aus. Hier, ich habe gehört, du hast ein Hausboot. Mhm. Nicht, ich habe selber kein Hausboot, ein Schwagerhausboot. Ja. Vermietet er das auch offiziell? Ja, ja. Ach was. An der Ostsee. Ja, an der Peene. Nee, Nudeln. Nudeln essen. Ah. Nee, ich bin nicht mit, aber. Ja, doch, klar, ich gehe auch mit. Das ist halt auch cool, weil ein geiler Fluss. Ne? Ach ja. Und vor allem, das kennt halt auch keine Sau so wirklich. Ne? Okay. Genau. Aber total wild, idyllisch, breit, ja. Und mit wie vielen Leuten? Also drei hätte ich auf jeden Fall schon. Nee, ich war Navy Seal. Navy Seal, ja, sieht man sofort. Ne? Ja. Ich ja. Im Bad, ne? Das ist alles. Kommt alles nicht von einfach so. Du kannst alles tragen. Hier steht es. Ja. Schönheitsfleck. Ja, Schönheitspuppe. Na, genau. Naja. Ah! Ah! War nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Navy Seal. Was ist Po, René? Po ist rot.
So. Muss reichen. Das sind Aufklebers? Mhm. Für was? Hörst du auf? Ich verziehe mal. Super. So, wie ihr gerade gesehen habt, wir sind hier oben wieder im Versandzentrum und genau, René und Pauline sind hier gerade fleißig am Pakete packen. Die liebe Pauline hat nämlich Urlaub und hilft ihrem Schätzelein so ein bisschen. Und es geht jetzt tatsächlich hier rum, hier haben wir jetzt mal ein bisschen freigeräumt, weil ihr wisst ja, der langfristige Plan hier oben ist es nicht unbedingt, den Online-Shop zu machen, sondern wir brauchen hier so ein bisschen so einen Mitarbeiterraum, wir brauchen so ein bisschen Küche. Und was brauchen wir noch? Irgendwas anderes. Ach genau, Fotostudio wollte ich vielleicht noch hier reinmachen. Pauli! Paul eskaliert mit seinem Hühnchen ja schon wieder komplett. Auf jeden Fall soll hier in diesem Bereich die Küchenzeile hin. Und der René hat irgendwie vor Wochen hat er schon Wasserleitung hier reingelegt. Die liegt bis hier hin und die wird jetzt noch verlängert. Und hier kommt quasi der Hauptwasseranschluss hin, ja, damit wir da später unsere Küche anschließen können, damit wir da auch später Waschmaschinen und den ganzen Kram anschließen können. Da freue ich mich richtig drauf, dass ich hier endlich dann irgendwann mal eine Waschmaschine und eine Spülmaschine bekomme. Weil ja, der Zustand hier ist zwar machbar, aber sehr nervig. Genau, außerdem haben wir hier noch einen Durchlauferhitzer, damit wir hier oben dann auch warmes Wasser kriegen. Das ist auch geil, der wird auch dahin installiert. Ja, und hier in die Ecke kommt der Abfluss hin. Der geht dann einmal quasi straight runter ins Büro. Im Büro unten ist schon alles angeschlossen. Wir müssen eigentlich nur noch hier oben ein Loch reinbohren. Ja, und dann das Ding da unten raushauen. Das ist sehr geil. Hier seht ihr die ganzen Pakete, die die beiden schon gepackt haben. Die gehen heute auf jeden Fall an euch raus. Wer Bock hat auf einen Scotty Grill oder Freundship Merch oder, der checkt auf jeden Fall den Link in der Beschreibung. Da könnt ihr mal ein bisschen einkaufen gehen. Und ja, genau. Draußen kann man gucken, ob hier draußen noch irgendwas passiert ist. Oh ja, die Jungs sind hier fleißig noch am Elstein-Party machen. Ja, es wird, Leute. So langsam, aber sicher, es wird. Mhm, weiß ich Bescheid. So, die letzte Pressung. Gefühl ist gerade nicht so meins, ne? Also Leute, alle Wasserentnahmestellen sind jetzt angeschlossen. Ja? Zum Beispiel hier in der Miethalle gibt es auch einen Warmwasserboiler und es gibt den Wasseranschluss, der dann später für unser Zisternenwasser zuständig ist. Auch oben habt ihr gerade gesehen, ist Wasser angeschlossen und jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, weil wir werden jetzt Druck auf die Leitung geben. Ja, das heißt, wir werden jetzt gucken, ob der ganze Bums hier dicht ist oder ob irgendwo Wasser rauskommt. Krasser Moment, dann haben wir vielleicht fließend Wasser heute Abend hier in der Halle. Wie gesagt, die Wasserverrohrung ist jetzt gerade nur provisorisch. Da muss noch ein Wasserfilter rein und so und später natürlich Zisternenwasser auch angeschlossen werden. Momentan läuft Zisterne und Frischwasser. Ihr seht es jetzt hier tatsächlich über einen Anschluss. Ne? So ist es. Ja, hier ist es angeschlossen. Jetzt können wir die Hähne aufdrehen. Hier geht dann Wasser in beide Rohre und später wird halt hier Zisterne quasi noch ein Wasserwerk angeschlossen und so weiter. Gut, dann einmal los. Wasser läuft. Oh, stopp, aus. Da oben, da rechts. Na, war ja klar, dass wir eine Verbindung vergessen. Hoffentlich ist es die einzige. Das war aber ein kurzer Weg bis zu Essen. Boah. Karte, oder? Junge, war ja auch klar, ne? Ja. Aber gut, dass es hier drinnen passiert ist. Hier ist noch nicht so schlimm. So, jetzt geh du wieder in die Halle und check den Rest. Bitte. Ich schreie Hilfe. Boah, Wasser ist auch echt so ein Arsch, ne? Man weiß einfach nie. Wasser drückt sich einfach überall durch, ey. Aber gut, das war jetzt dumm, weil wir einfach vergessen haben, es zu verpressen tatsächlich. Oh Mann, ey. So, ich fahr jetzt mal schnell hoch und guck, ob es oben dicht ist. Oh Mann, ey. Ja, hier hört sich alles schick an. Ich glaube, das ist dicht. Hier hört man es auf jeden Fall gluckern. Spannend. Sehr, sehr spannend. So komisch, dass jetzt überall da Wasser drauf ist. Ja. Kannst du heute Nacht schlafen, Domi? Nein, heute Nacht definitiv nicht, ey. It's a final countdown. Ich hab Angst. Alter, wie ist da oben rumwabbelt, ey? Wir haben Wasser!
Endlich duschen! Ja, also, Paul kann hier duschen. Paul setzt ins Waschbecken. Okay, und rein theoretisch geht der jetzt auch. Das ist nur kalt, ja. Aber warm kommt natürlich. Ich muss den Boiler füllen, bevor er elektrisch angeschlossen wird, ja. Genau, wenn ich ihn jetzt anmache, fülle ich ihn dann. Kommt nur kalt. Juhu, Wasser! Echtes Wasser auf der Baustelle. Guck mal hier! Kann man Hände waschen! Kann man Hände waschen! Und das hier in der Ecke, das ist immer so kurios, ne? Wir sind jetzt in deiner Halle. Komm, wir gucken, ob es drüben auch funktioniert. Schnell! Überall Wasser! Also überall da, wo wir wollen. Überall Wasser wäre jetzt kacke. Wasser! Oh. Mach da. Wasser, Abfluss ist aber nicht angeschlossen. Wasser nicht angeschlossen? Nein, Spaß. Das Tagesatz, wo wir den ganzen Tag Wasser laufen. Wasser vorne! Wasser nicht. Geil. Richtig cool, ey. Hier ist alles nass, aber das ist egal. Egal. Richtig cool, ey. So, jetzt gucken wir uns mal unsere Außenzapfstelle an. Ob hier auch Wasser rauskommt. Aber wie du! Passt, oder? Ja. Die läuft dann leer. Good morning in the morning. So, heute stehen tatsächlich wieder Kabelziehen auf dem Programm. Ich hatte es gestern ein bisschen angesprochen. Wir werden uns morgen und übermorgen um Sicherheitstechnik hier auf Frontiers Paradise kümmern. Das heißt, wir werden Kameras installieren und wir werden auch Türsensoren und so weiter installieren. Was es damit auf sich hat, das werde ich euch natürlich dann im nächsten Video erzählen, denn da gibt es ein extra Video nur über die Sicherheitstechnik. Wichtig ist jetzt, ich muss jetzt die ganzen Netzwerkkabel, die wir verlegt haben, ja, und die Jungs jetzt noch verlegen, mit den Netzwerkdosen ausstatten. Die sehen upsala, so aus. Ja, und da gibt es natürlich das Inlay. Das sieht so, muss man gerade selber gucken, so aus, genau. Da werden diese gelben K7-Kabel, diese Duplex-Kabel dran angeschlossen. Die werden bis hinter in den Netzwerkschrank geführt, damit man dann später im Netzwerkschrank alles in die sogenannten Patchfelder und in den Recorder von den Kameras zum Beispiel zusammenführen kann. Genau, das ist eine richtige Fuddelarbeit und damit werden wir uns heute beschäftigen. René und Clemens werden noch ein paar fehlende Netzwerkkabel installieren. Die Jungs sind hier fleißig am Kabel verlegen. Clemens, ja? Was machen Sie denn da? Chillen. Safety first. Mit Sicherheitsflipflops. Immer gut sowas. So will ich das sehen, meine Jungs. Ich bin stolz auf euch. Guten Morgen. Na? Na? Wasser dicht? Ja. Noch läuft nichts raus. Hallo. Hallo. Was machen Sie da? Chillen. In Sicherheitsflipflops. Ja, klar. Sehr gut. Anerkannte Arbeitsschuhe. Wo geht das Kabel jetzt hin? Nach unten. Ach, das geht in die Wohnung? Jo. Okay, alles klar. Prima, es geht voran. Ich muss jetzt erstmal Nachschub holen von den Netzwerksteckern. Ich habe nämlich keine mehr. Natürlich nicht. Ist ja nicht so, dass wir hier morgen verkabeln wollen, beziehungsweise installieren wollen. Und dem Herrn Freundschip jetzt einfällt, dass er keine Netzwerkstecker mehr hat. Das heißt, ich schwinge mich jetzt mal auf meine kleine Zero wieder. Wetter ist einigermaßen okay. Und knatter mal schnell. Knattern. Elektrisch natürlich, ne? Genau, zum Elten. Der hat nämlich welche auf Lager. Und dann besorge ich die Dinger mal eben schnell. So Leute, kurze Unterbrechung auf dem Bau. Wir widmen uns heute mal den wichtigen Dingen im Leben. Und zwar Getränke. Ha, Getränkenachschub. Ist das geil. Guck mal hier. Eistee und Bier und so. Wir gucken gleich mal, was da alles am Start ist. Jetzt müssen wir das erstmal hier runterkriegen. Yeah. Yum, yum, yum. Auf die klassische Art. Machen wir das jetzt einfach per Hand, oder was? Was machst du? Machen wir das jetzt einfach per Hand? Ich mach das jetzt per Hand. Geht am schnellsten. Ei, dann schleppen wir jetzt mal für Sie. Hier, wir laden das Zeug mal gerade ab. Ich helfe dem jungen Mann mal. Und dann gucken wir mal, was da getränkemäßig so rumgekommen ist. Jo, Leute. Ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal genug Getränke hier.
Ey, richtig geil. Ich weiß nicht, ob ihr es in den vergangenen Videos oder Insta-Posts und so immer mal wieder gesehen habt. Ich habe ja die ganze Zeit Schlappesäppel am Start, weil Schlappesäppel tatsächlich seit einiger Zeit so ein kleiner Mini-Partner von mir ist. Und wir haben jetzt gedacht, wir wachsen ein bisschen näher zusammen. Und Schlappesäppel ist tatsächlich so geil und hat jetzt hier uns auf der Baustelle mal mit ordentlich Getränke ausgestattet. Lecker! Und ich wusste gar nicht, aber, und das wusstet ihr sicherlich auch nicht, dieser bekannte Eistee hier, Trade Island, der ist tatsächlich von Schlappesäppel, beziehungsweise Schlappesäppel hat das gekauft, beziehungsweise die Mutterfirma von Schlappesäppel, und die stellen das in Aschaffenburg her. Also das ist nicht hier internationales Kultgetränk aus Miami, sondern das kommt hier bei uns aus der Gegend und das ist total geil. Haut mir in die Kommentare, wer Trade Island Eistee kennt. Ich glaube, das kennt jeder von euch. Ich war auf jeden Fall sehr perplex, als es gesagt wurde, jo, das machen wir. Fand ich geil. Ja, und dann natürlich hier mein Lieblingsradler. Geil! Schön! Vielen Dank an das Schlappesäppel-Team, wenn ihr das seht. Wir machen jetzt kurz Mittag. Beziehungsweise ich fahre jetzt endlich mal meine Stecker da holen, die ja fehlen. Das habe ich nämlich immer noch nicht gemacht. Prima. Bin wieder zurück. Ich habe tatsächlich kein Material bekommen, was ich eigentlich holen wollte. Denn ich wollte diese Netzwerksteckerklemmen holen. Die sind mir nämlich ausgegangen. Also ein, zwei habe ich noch, aber nicht mehr genug. Und ich wollte euch jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf zeigen, was es damit auf sich hat und wie das überhaupt angeschlossen wird. Kommt mal kurz mit. Es ist ja so, wir verlegen ja seit geraumer Zeit hier in der Halle diese Cat7-Kabel, diese gelben Duplex-Kabel. Duplex, weil es einfach zwei Leitungen sind in einem Stück. Und das sind die sogenannten Netzwerkkabel. Bevor ich hier gebaut habe, kannte ich Netzwerkkabel einfach nur mit fertigen Steckern, die man irgendwie am Computer ansteckt und meinetwegen in eine Fritzbox. Mittlerweile kenne ich aber auch diese Dinger hier, die man selber zusammentüdeln muss. Macht natürlich Sinn, wenn man ungewisse Längen hat und einfach dieses Kabel, wie wir es auf einer 500-Meter-Rolle hat, ja, und das entsprechend abrollt und dann einfach die Stecker selber dran fummelt. Das Nervige ist, das sind halt 4 bzw. 8 kleine Litzen und bei diesem Netzwerk ist es ganz wichtig, dass quasi der Anfang und das Ende immer gleich rum verdrahtet sind. Und deswegen gibt es hier quasi einen Plan. Es gibt eine A-Belegung und es gibt eine B-Belegung. Mir wurde gesagt, dass in der Regel die A-Belegung die ist, die wir verwenden. Ja, und anhand dieser Belegung, nach diesem Belegungsplan, tüdelt man dann eben diese Litzen hier in dieses Teil rein. Das ist echt eine richtige Fuddelarbeit. Und wenn das fertig ist, kommt einfach dieses Teil hier drüber. Das wird zusammengeklackt und dann haben wir eben den fertigen Netzwerkstecker, wo dann ein ganz normales Ethernet-Kabel, also ein LAN-Kabel, Patch-Kabel, wie auch immer, reingesteckt werden kann. So, und das Ganze kommt dann noch, wie ihr es vorhin schon gesehen habt, in so eine Box, damit es auch noch hübsch aussieht. So, wir machen jetzt aber nicht hübsch, wir machen jetzt erstmal die Verkabelung. Und zwar haben wir White Brown und White Orange. So. White Orange, so, und das schieben wir dann erstmal hier rein. Ja, wenn man das natürlich schon 1000 Mal gemacht hat, ist das sicherlich total einfach. Die ganzen Netzwerkfreaks unter euch, die werden mich jetzt auslachen und ich denke mir so, was eine Scheiße. Gar keinen Bock. Hallo. Also das ist wirklich, da brauchst du so viel Geduld und ihr wisst ja, Geduld. Ne? Also ich kann echt alles, aber Geduld nicht! Mann. Komm schon. So, eingelocht. Hier seht ihr nochmal gerade, das Kabel ist so abgeschirmt. Ne? Also da haben wir hier diese Metalldinger hier. Die tüdelt man so ein bisschen zusammen, wie ich es hier schon gemacht habe, und wickelt die einmal hier so drum. Das ist diese Schutzschirm, bla, was weiß ich was. Auf jeden Fall tüftelt man das hier einfach nur so da dran. So. Und später wird dann das Kabel mit einem Kabelbinder da dran gebunden, das zeige ich euch gleich. So, und dann haben wir hier Blue White and Green White. Also Blau-Weiß, so, und Grün-Weiß. Im Grunde genommen war es das schon. Ja? Die Kabel hier, diese Kabelenden, die müssen natürlich jetzt abgeschnitten werden. Bevor ich das mache, tüdel ich aber erstmal hier den Kabelbinder drum. Also ich habe das wirklich jetzt schon ein paar Mal gemacht und ich finde es trotzdem immer wieder total nervig. Weil wenn ich das hauptberuflich machen müsste, würde ich mir wahrscheinlich die Kugel geben. Außerdem habe ich keine richtige Zange, muss das immer mit dem Seitenschneider machen. So. So. Wenn das dann erledigt ist, kommt einfach nur der Deckel hier, dieses Gehäuse darüber. Hier sind so diese
Metalldinger und die stechen dann letzten Endes die Kabel an und die stellen dann diesen Kontakt her, den wir brauchen. Und dann nimmt man sich hier so eine kleine Wasserpumpenzange und drückt das einfach vorsichtig zusammen, bis es hörbar eingerastet ist. Und so sieht der fertige Stecker aus. Das mache ich jetzt mit dem anderen Teil auch noch und dann wurschteln wir das in die Box. So, und jetzt muss man irgendwie gucken, dass man diese fertigen Dingers hier eingeklipst kriegt. Es ist halt immer alles, wenn es irgendwie am Ende passen soll, so wenig Platz. Geh da rein jetzt. Mann, Leute. Das macht mir echt keinen Spaß, ey. Ich will wieder Camper bauen. Scheißdreck da. Geh mir auf den Sack. Da ist einfach kein Platz. Was ist das denn für eine verfickte Scheiße hier? Was, hey? Keine bösen Wörter. Doch. Das ist zu deutsch Scheiße. Das passt gar nicht in die Dose rein. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Also eigentlich wollte ich ja neue Dingers holen, die dann auch da hätten reingepasst. Irgendwie sind es jetzt andere, die passen aber da wieder nicht rein. Ich bin jetzt genervt und habe keinen Bock mehr. Ihr habt auf jeden Fall gesehen, wie es theoretisch funktioniert. Ich zeige euch jetzt unten die Bäder, den aktuellen Stand, weil das wollten wir im letzten Video schon machen, haben es nicht gemacht. Und ich warte jetzt auf einen Elten, der bringt mir dann hoffentlich noch Nachschub, hat er mir zumindest versprochen. Dann werde ich das ganze Kramszeug hier in der Nachtschicht fertig verkabeln, sodass wir morgen anfangen können, die Sicherheitstechnik zu vertüdeln. Prima! Ihr seht, hier läuft schon wieder alles bestens nicht. So, auf dem Weg runter mal kurz das Resultat der Aktion, die Bubu mit meinem Nachbarn gemacht hat. Also das da, seht ihr, sind alles meine L-Steine und da hört mein Grundstück quasi auf. Und der hat sich da so 7 oder was L-Steine hingestellt, um da später irgendwie so eine Art Carport oder sowas zu machen, keine Ahnung. Ja, und da schließen dann jetzt die ganzen kleinen L-Steine an, die bis vorne an die Ecke gehen. Prima! Auch draußen nimmt es langsam Form an, sodass der Bubu die nächsten Tage anfangen kann, die kleinen L-Steine zu stellen. Das ist hervorragend. Guck mal, wer da kommt. Der Elton ist da. Hallo. Hallo. Ich hab dich vermisst. Ich habe mich gerade im Video schon tierisch drüber aufgeregt, dass die Dinger, ich habe nämlich gerade noch was verbaut und das hat nicht gepasst und dann muss ich kotzen und das sind auf jeden Fall die Dinger. Da steht ja schon wieder eine andere Nummer drauf. Was hat denn das zu bedeuten? N04, ich N13? Ich denke mal, das wird die Produktionsnummer sein. Okay, weil N04 hat jetzt gerade nicht in die Dosen gepasst. N03 hat nicht in die Dosen gepasst, wo N04 reinpasst. Okay. Weil die vorne irgendwie anders sind, aber die sehen so aus, als passen die da rein. Okay, Elton, vielen Dank. Ich muss jetzt mal kurz die Bäder filmen, den Leuten unbedingt zeigen, ja, wie die Bäder aussehen. Und dann gucken wir gleich nochmal. So, ist ja auch nicht so, dass es hier laut ist, Leute. Wir sind in meinem Badezimmer, in meiner Halle. Und tatsächlich... ist es so, dass wir mittlerweile ja schon Wasser haben. Ne? Das heißt, hier zum Beispiel kommt der Warmwasserboiler dran. Ne? Hier haben wir einmal hier haben wir die Wasseranschlüsse für den Wasserboiler. Und das sind hier sogenannte Bauwasserstopfen. Wenn ich die jetzt aufdrehe, kommt hier Wasser rausgeschossen. Das machen wir natürlich nicht. Hier unten drunter seht ihr den Geberit-Klokasten. Auch der ist schon soweit komplett fest und auch hier hinten schon angeschlossen. Das seht ihr auch. Na, hier geht also die Wasserleitung zum Spülkasten hin und ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier... Ja, wir lassen einfach mal die Finger davon. Auf jeden Fall ist das die Toilette. Hier seht ihr dann noch Abflussrohre. So. Das hier ist der Abzweig, weil hier ja meine Eckdusche reinkommt. Hier kommt das Handwaschbecken hin. Auch hier sind die Wasseranschlüsse, Warm- und Kaltwasser. Und hier sind die Wasseranschlüsse für die Dusche. Also eigentlich alles relativ überschaubar und einfach. So, natürlich wird jetzt im nächsten Schritt das ganze Zeug hier zugemacht. Ja, also wir müssen noch ein paar Kabel ziehen. Und wenn das erledigt ist, dann können wir den Trockenbau beginnen in den Bädern. In dem anderen Bad sieht es übrigens genauso aus. Das spare ich mir jetzt einfach mal, euch das zu zeigen. Aber wie gesagt, dann können wir mit dem Trockenbau beginnen, können hier mit OSB die ganzen Wände und sowas zumachen, endlich noch die restliche Dämmung reinstopfen. Und dann können wir so Abdichtungsplatten drauf machen, die liegen auch schon hier. Und dann können Fliesen reingelegt werden. Und dann, irgendwann, Leute, da kann da eine Kloschüssel ran und die ganzen Keramiksachen und die Dusche. Und dann ist das Bad fertig.
wird ungefähr noch 1 Million Wochen dauern, aber naja, die Grundinstallation ist zumindest schon mal durchgeführt und das finde ich ziemlich cool. Ja Leute, also im Grunde genommen war das auf jeden Fall wieder ein sehr erfolgreicher Bauvlog, denn wir haben einen Meilenstein erreicht und zwar, wir haben Wasser, wir haben fließendes Wasser. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich darüber gefreut habe, als ich endlich mal den Wasserhahn anmachen konnte. Das ist ein riesen Fortschritt hier auf Freundschaft Paradise und in den nächsten irgendwann Videos werdet ihr hoffentlich sehen, wie wir dann auch ja, die Bäder fertig bauen. Aber auch da, wie gesagt, wie ich es gerade gezeigt habe, ist der Grundstein gelegt. Und wir kommen hier auf jeden Fall fleißig weiter. Hier draußen im Außengelände geht es gerade noch richtig ab. Die Jungs sind hinten in der Halle am Schottern. Ich werde mich jetzt, wie gesagt, um die Netzwerkkabel noch kümmern. Die Sachen, die der Elton gerade gebracht hat, werde ich jetzt verarbeiten. Das zeige ich euch nicht mehr. Ja, und im nächsten Video, also am kommenden Sonntag, werdet ihr dann sehen, welche Sicherheitstechnik ich hier verbaue, von welcher Firma und so weiter. Und es wird ein sehr spannendes Video, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Weil dann sage ich euch, Leute, all eyes on you, sozusagen, ne? Da kommt hier keiner mehr aufs Grundstück, ohne dass ich das weiß. Das ist gut, das ist sehr gut. Yo, ansonsten, ey, lasst mir ein Abo da, wenn ihr Bock habt, noch weitere Videos von mir zu sehen. Aktiviert auch gerne mal die Glocke, dass ihr mitbekommt, wenn ich Videos droppe. Und folgt mir bei Instagram, dort gibt es natürlich tägliche Updates und Stories von dem ganzen Bauwahnsinn hier. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ich nächste Woche vielleicht sogar wieder meinen Linienbus abholen kann. Reifen sind bestellt, vielleicht als kurzes Update. Da kommt sicherlich noch was dazu. Und, ach genau, eine Sache noch. Im Busvideo habe ich irgendwie gesagt, ja, ey, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich unterstützen mit den Reifen und so. Und habe einen PayPal-Link reingedroppt. Da habt ihr mir tatsächlich Kohle geschickt. Ich habe aber keinen Bock, die Kohle zu verwenden, weil ich mir denke so, yo, nur weil ich jetzt ein Luxusproblem habe, ja, heißt es nicht, dass ihr mir Geld schicken müsst. Auch wenn ihr das getan habt, fand ich super krass von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe bei Instagram gestern eine Aktion gemacht und habe gesagt, pass auf, wir spenden das Geld einfach an die Hochwasseropfer. Und wenn ihr Bock habt, dann droppt einfach gerne noch ein bisschen Kohle rein. Ich werde diesen Link nochmal unter mein Video packen. Da könnt ihr dann weiterhin Kohle reinpacken. Aktueller Stand jetzt sind irgendwie 5.500 Euro oder sowas. Seit gestern Abend. Wir sind mit 600 Euro gestartet, jetzt haben wir 5.500 Euro und dieses Geld werde ich an eine bekannte Firma von mir, eine befreundete Firma von mir, dort oben schicken, die mittendrin im Krisengebiet quasi sitzen und sich dort richtig, richtig krass engagieren und jeden Tag mit Manpower ohne Ende helfen und genau wissen, was im Krisengebiet benötigt wird, wofür das Geld aufgewendet wird und so weiter. Das heißt, wenn ihr was Gutes tun wollt, dann schickt mir einfach die Kohle. Ich verspreche euch hoch und heilig, das Geld wird gut im Krisengebiet verwendet werden und das wird auch dort ankommen. Und ja, genau, in diesem Sinne, genug gelabert. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. I feel like I'm falling.